Und dann Moinsen zum Stadionvlog. Dritter Spieltag, Heimspiel gegen SC Freiburg und ein schweres Heimspiel gegen den Sportclub aus Freiburg. Letzte beiden Jahre jeweils 2:3 verloren. Wetter heute hat sich schon mal gewendet. Es hieß, es soll regnen. Wenigstens jetzt einfach bewölkt, sonnig, alles okay. 23 Grad ist chillig. Das Ding ist ausverkauft, wissen wir auch. Auch der Ausblock ist ausverkauft. Wird eine geile Stimmung. Hoffentlich lassen wir diese Serie brechen. Sieg, mal sehen. Weiß ich auch nicht ganz sicher, aber verlieren darfst du auf jeden Fall nicht. Wir haben Unentschieden zufrieden. Wir gehen rein. Ich meckere nicht, ist okay.
stehen. Zurück nach dem Spiel und ja, was sollst du sagen? Wie gesagt, ich hab nicht grundlos gesagt, dass ich heute mit einem Punkt absolut zufrieden wäre, den wir nicht bekommen haben, weil wir jetzt das fünfte Spiel in Folge quasi deckungsgleich gegen Freiburg verlieren. Jedes Mal nah dran, von den Chancen eigentlich jedes Mal ein unentschieden Spiel seit zwei Saisons und jedes Spiel aufs Neue gewinnt Freiburg. Ich kategorisiere die wirklich langsam in diese Richtung von Bayern, wo ich sage, wenn das Spiel vorbei ist, bin ich zufrieden. So, ich will das Spiel einfach nur abgehakt haben. Freiburg ist so ein Club, die gewinnen halt Spiele, weil sie eiskalt sind und sich dann hinten reinstellen können. Ne, die spielen jetzt gar nicht den wunderschönsten Fußball der Welt zu, haben heute beide Teams nichts, waren beides ja, keine besonderen Leistungen von beiden Mannschaften, aber Freiburg macht halt aus anderthalb Chancen ein Tor. Und wir halt nicht, das ist halt der Unterschied. Deswegen spielt Freiburg europäisch, spielt sich immer wieder nach oben vom Tabellenplatz her. Ja, und hat sich das dadurch irgendwie auch verdient. Ne? Aber gegen Freiburg, das ist halt jedes Spiel aufs Neue derselbe Quatsch. Deswegen bin ich einfach froh, dass das Spiel jetzt abgehakt ist. Bin gar nicht unbedingt angepisst davon. Du hättest hier 100% unentschieden spielen müssen. Aber es war nichts, was ich nicht erwartet hätte vom Spielverlauf her oder vom Gegner her auch. So ein paar Themen vom Spiel, Brüch will ich erstmal abhaken, weil das ist halt Stadionsicht. Ich habe auch mitgebrüllt. Ne? Da wird es halt emotional. Brüch ist eh schon so ein bisschen... ja, so ein bisschen angezählt, ne? So viele sind nicht Fans von ihm. Ich habe es auch in meine Instagram-Story reingepackt, so meme-mäßig, so, oh mein Gott, jetzt pfeift Brüch, ne? Aber an dem lag es heute halt nicht. Vielleicht hat ein, zwei Situationen nicht perfekt bewertet, aber an dem lag es nicht, dass wir verloren haben. Das hatte andere Gründe, dieses 1-0, das ist auch so ein Thema. Anfangsphase, wir meckern, vierte Minute gegen Bremen, achte gegen Leipzig. Und die kommen raus wie die Feuerwehr, die geben Vollgas, haben die ersten paar Chancen, sag ich mal. Und dann kommt halt Freiburg einmal vors Tor, du verteidigst es komplett inkompetent und liegst trotzdem in den ersten 10 Minuten hinten. Obwohl du eigentlich eine viel bessere Anfangsphase spielst als gegen Freiburg, als gegen Leipzig und gegen Bremen. Das ist halt einfach komplett dumm. Vorne, wirklich, die Fähigkeit der Entscheidungsfindung ist nicht da. Sie ist nicht da. So oft wie sie anrennen, ihren Ball nicht abschieben, Ball vertändeln, das perfekte Beispiel Führig, ohne jetzt irgendwie auf einen einhaken zu wollen, aber Führig, weiß ich nicht, hätte es für mich auch schon früher unternehmen können gegen Eckloff. Kalajdzic ist da vorne irgendwie auch so ein bisschen einfach eine Statue, der macht immer noch Bälle gut fest, so, der hat seine Qualitäten, aber so richtig im Spiel ist er halt nicht. Pfeiffer fand ich ganz okay nach Einwechslung, ich hätte auch kein Problem mehr mit Pfeiffer von Beginn an zu sehen, statt Kalajdzic quasi. Jetzt musst du halt gucken, ne? Bremen gewinnt da unfassbar in Dortmund. Mit dem 3-2, also alle im Auswärtsblock. Glückwunsch, das muss eine Auswärtsfahrt gewesen sein, heilige Scheiße. Und jetzt musst du halt gucken, ne? Köln auswärts bin ich auch dabei, das wird eine komplette Stimmungseskalation von Heimfans und von Auswärtsfans. Da darfst du, das solltest du halt auch nicht verlieren in Köln, wäre halt doof. Und dann kommt es halt zum absoluten Clash am fünften Spieltag, Heimspiel gegen Schalke. Und da bist du halt schon ziemlich unter Zugzwang, da halt... dann Unentschieden reicht ja eigentlich auch nicht, dann musst du eigentlich gewinnen zu Hause gegen Schalke. Deswegen, bisher, ich gehe noch so halbwegs okay mit dem Saisonstart. Leipzig hätte ich mit keinem Punkt gerechnet, in Bremen hätte ich mit einem gerechnet. Mit Freiburg hätte ich mir einen erhofft. Jetzt stehen wir auf zwei, das geht so ein bisschen mit dem überein, was ich mir erwartet oder erhofft hätte. Trotz natürlich nervig, aber ich bin tatsächlich gar nicht so angepisst, weil ich es halt irgendwie erwartet hatte. Das ist halt eine typische Freiburg-Niederlage, die du da einfängst. Saison für Saison, Spiel für Spiel, ob heim oder zu Hause, scheißegal, so ist es halt immer. An alle, die neu am Start sind, trotzdem Spiel gerne das Abo dalassen, das kostet ein Abo dalassen. Bedanke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.